Hallöchen zusammen und seid mir ganz herzlich gegrüßt zurück bei The Book of Unwritten Tales. So, beim letzten Mal haben wir jetzt gesagt, wir probieren das mal aus mit dem Stärkungselixier. Vielleicht können wir ihr das ja jetzt irgendwie überreichen. Mal gucken. Gib Ivo das Stärkungselixier. Hier, Ivo, ein Stärkungselixier. Damit wirst du die Orkfrau beim Armdrücken schlagen können. Ich weiß, es ist unmoralisch und du als Elfe würdest eigentlich nie... Gib schon her. Die Grünhaut ist fällig. Okay, ich wollte gerade sagen, ich glaube, Ivo ist das total egal, ob das unmoralisch ist oder nicht. Okay, so, dann trinken wir das jetzt. Mit dem Stärkungselixier werde ich die Kopfgeldjägerin im Armdrücken schlagen können. Ganz genau, dann schlürft ihr mal. Ich muss nur aufpassen, dass Cheep Cheep das nicht mitbekommt. Er würde mich sofort zu Hause verpetzen. Cheep Cheep ist ja auch gar nicht da, ne? Was macht die da jetzt? Hat die geguckt, ob der da ist? Ich fühle nicht viel. Ob es wirkt? Ich hoffe es doch. Wir probieren das jetzt nochmal aus. Was anderes bleibt uns eh nicht übrig. Hallo, Ork. Was willst du? Wir wollen nochmal eine Runde Wie Abend wäre es mit einer... Da wird wohl das werden wir klar. Das kennen wir ja. Okay, jetzt ist Wilbur da irgendwie. Ivo hält mit Leichtigkeit dagegen. Ich frage mich nur, wie lange das Stärkungselixier wirkt. Ivo hält... Okay. Kann man uns jetzt hier in dem ganzen Zeug bedienen, oder was? Ein Transportballen. Okay, damit ups, kann er auch nichts weitermachen. Die Planke hier nochmal betrachten. Die Planke ist leer. Aber was soll ich jetzt damit anfangen? Die Planke ist... Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Kannst du hier mit dem Netz irgendwas machen? Warte mal, kannst du das Seil nochmal abmachen? Weil das konnte man ja auch irgendwie da drüber spannen. Komm mal her. Ist das noch dran? Jawohl. Hier. Nein, nein, nein. Hier geblieben. Yes! Magie! Da ist Magie im Spiel! Eine Elfe würde niemals betrügen. Das weißt du doch. Ich will eine Revanche! Vielleicht später. Okay, Sekunde mal. Ich versuche jetzt erstmal das Seil hier abzumachen, denn das geht ja offensichtlich. So, und dann müssen wir die beiden vielleicht nochmal miteinander kämpfen lassen. Mal gucken. Hallo, Ivo. Was gibt's? Wir müssen den Kapitän befreien. Er muss in unser Team. Der Kapitän oben im Käfig kann uns mit seinem Luftschiff zur Insel bringen. Wir müssen ihn befreien. Bist du sicher? Er macht nicht gerade einen vertrauenserweckenden Eindruck. Das ist nur seine harte Schale. Gehärtet von einsamen Nächten unter den Sternen, geschliffen in fernen Häfen, versteinert durch Tränen verzweifelter... Du liest zu viele Schundromane, Herr Wetterquarz. Er wird uns helfen. Ihm bleibt ja kaum etwas anderes übrig, wenn wir ihn aus tödlicher Gefahr befreien. Und das Schiff sieht nicht schlecht aus. Ich mag den Kerl nicht. Aber du hast recht. Sein Schiff ist die schnellste Möglichkeit weg von hier. Und da vermutlich keiner von uns beiden ein Luftschiff steuern kann, sollten wir uns von ihm zumindest bis zur Insel bringen lassen. Okay, übernimm nochmal bitte. Klar. Und dann probieren bitte nochmal aus, das Stärkungselixier zu schlürfen. Und du hast das gar nicht mehr. Mist, geht das jetzt aber trotzdem nochmal? Hallo, Ork. Was willst du, Elfe? Ich will nochmal Arm drücken. Also? Noch eine Runde Arm drücken? Du hattest eben nur Glück. Ich war unkonzentriert. Sicher. So, und jetzt können wir doch hoffentlich dann wieder mit Wilbur rumhampeln. Klappt das? Nee. Doch, jetzt sind wir wieder bei Wilbur. Alles klar, jetzt können wir das Seil darüber spannen, denke ich mal. Das haben wir ja schon mal irgendwann ausprobiert. Da ging das ja nicht. Okay. Die Planke ist leer. Ja, ich weiß auch nicht, was du damit anfangen sollst. Ach, was haben wir jetzt hier? Knote das Seil an den Transportballen. Okay. Okay. Das eine Ende des Seils habe ich an den Ballen geknotet. Das andere Ende hängt lose herunter. Ja, aber das ist ja wahrscheinlich nicht richtig, dass das lose runterhängt, oder?
Wo müssen wir das jetzt festbinden? Knote das Seil an den Transportballen? Nee, es wäre ja Schwachsinn. Knote das Seil an das Netz? Ich sollte das Netz lieber erstmal auslegen. Das Seil anbinden kann ich dann immer noch. Okay, dann legst du das jetzt hier wahrscheinlich über die Planke drüber. So. Das Netz liegt auf der Planke. Man kann sie nicht mehr überqueren, ohne auf das Netz zu treten. Ja, ja, und jetzt machst du das daran fest. Das sieht mir nach einer guten Falle aus. Okay. Ob das auch alles so funktioniert? Ich habe das Netz auf der Planke mit Hilfe des Seils mit dem Ballen verbunden. Das sieht vielversprechend aus. Na gut. Ich weiß nicht, was ich ihn fragen soll. Okay, und du möchtest nicht neugierig erscheinen. Okay, schiebe den Transportballen in den Abgrund. Nee, jetzt müssen wir erstmal warten, bis die da wiederkommt, oder? Die Kopfgeldjägerin müsste erst einmal genau auf die Planke gehen. Sonst wäre... Ups, sonst wäre all die Arbeit umsonst gewesen, stand da. Ich habe das Netz... Okay. Gut, jetzt gehen wir mal wieder hier auf Seite. Vielleicht, mal gucken, was dann passiert. Yes! Magie! Da ist Magie! Eine Elfe würde niemand... Ja. Ich will eine Revanche! Vielleicht später. So, und jetzt können wir hoffentlich den Ballen runterschubsen. So, mal gucken, ob das klappt. Schafft er das auch alleine oder müssen wir das mit Ivo machen? Obwohl, ist ja nur, sind ja nur Tücher, ne? Ich schaff's nicht. Ah, okay. Was soll das denn werden? Ivo! Was zum... Jetzt! Ups. So war das nicht geplant. Ach was, das war großartig. Holt uns hier raus. Okay, das hätten wir also geschafft, auch wenn es, wie gesagt, nicht ganz so funktioniert hat, wie das eigentlich geplant war. Hallo. Hallo da unten. Massas Abflug war ziemlich heftig. Ja, irgendwie habe ich bei meinen Fallen immer Probleme mit der richtigen Dosierung. Hauptsache, sie ist weg. Ivo und ich müssen dringend zu einer bestimmten Insel. Werden Sie uns dorthin bringen? Es gibt es dort. Es geht... um eine archäologische Expedition. So, so. Ihr seid uns da schuldig, Nate. Wir haben euch vor dem sicheren Tod bewahrt. Ach was, ich hätte mir schon selber geholfen. Und für dich bin ich Kapitän Bonnet, meine Hübsche. An einer wissenschaftlichen Exkursion bin ich nicht interessiert. Oh Mann, dann lassen wir euch dort oben hängen, bis die Kopfgeldjägerin zurück ist. Na schön, es geht um einen offiziellen Auftrag der Allianz. Ach, das kann ich nicht sagen. Nö, dann lassen wir dich da hängen. Wenn Sie uns nicht helfen wollen, dann bleiben Sie eben dort oben, bis die Kopfgeldjägerin zurück ist. Was glauben Sie, was die grüne Frau mit Ihnen tun wird, wenn sie wieder hier ist? Das ist ein Argument. Andererseits, ihr braucht doch immer noch das Schiff. Und wisst ihr, wie man ein Flugschiff steuert? Ach, Mann. Es geht um einen offiziellen Auftrag der Allianz. Also schön. Der Erzmagier persönlich hat uns einen Auftrag gegeben. Der Erzmagier? Ich glaube nicht, dass ich mich in sowas reinziehen lassen möchte. Aber es ist wichtig für die gesamte Allianz. Ich stehe nicht auf Seiten der Allianz. Natürlich auch nicht auf der Schatten. Ich bin, soll ich sagen, neutral. Ich lasse sie in Ruhe und sie lassen mich in Ruhe. Euch gefangen zu nehmen und töten zu wollen, nennt ihr in Ruhe lassen? Also schön, sagen wir es so. Ich würde es bevorzugen, in nächster Zeit wenig Aufmerksamkeit zu erregen. Massas wird wieder Jagd auf mich machen. Und da ist es nicht angebracht, mit wehenden Bannern für die Allianz in den Krieg zu ziehen. Okay, dann halt eben Letzteres. Also, es geht um das... Psst! Etwas. Das Etwas? Und ihr wollt mir nicht sagen, was dieses Etwas ist? Habt ihr Angst, ich würde mich selbst auf die Suche machen? Ist es so wertvoll? Also eigentlich... Ja. Und wo genau ist es? Auf einer Insel. Wir zeigen es euch, wenn wir in der Luft sind. Tja, ich denke für 50%. Aber ihr seid alleine. Wir sind zu zweit. Genau wie ihr beide. Ihr rechnet euer Haustier mit? Tust du doch auch. Hey! Ein Drittel. Ihr fliegt uns hin und bleibt uns aus dem Weg, wenn wir da sind. Also gut. Wir sind dabei. Holt uns endlich hier runter. Ihr seid ein Mensch, also traue ich euch nicht. Wir lassen euch da oben, bis wir eine Karte mit unserem Ziel haben. Aber
damit ihr nicht auf dumme Gedanken kommt, während wir weg sind. Toll. Okay, gut. Immerhin ist er jetzt schon mal auf unserer Seite, mehr oder weniger. Wir können mal vielleicht nochmal mit ihm quatschen. Ich weiß nicht, was ich ihn fragen soll. Okay, und du möchtest nicht neugierig erscheinen, schon klar. Gut, dann reden wir mal mit Ivo. Hast du einen weiteren Plan, meine Gute? Hallo, Ivo! Was gibt's? Wie wäre es, wenn du hier mal übernimmst? Also nee. Weiter. Wir haben noch... Wenn du das sagst. Jetzt ist halt die Frage, was müssen wir als nächstes machen? Oder wie kommen wir hier wirklich weiter vorwärts? Gehen wir nochmal da rein? Gibt es hier irgendetwas Neues? Können wir hier nochmal irgendwas nachgucken? Achso, dann müssen wir wahrscheinlich wieder hier das Dingsbums benutzen. Also schön. Mal sehen, ob wir jetzt hier was Neues haben. Genau. Nee, haben wir nicht. Okay. Dann hier auf der Karte vielleicht nochmal irgendetwas nachschauen. Also schön. Kronpack. Wo bist du? Das gibt es doch nicht. Ich finde diesen Ort einfach nicht. Ich auch nicht. Er ist nicht auf der Karte. Aber warum sollte dieser Feenforscher einen Ort beschreiben, den es gar nicht gibt? Oder gab es ihn mal und er ist mittlerweile verlassen? Das ist es. Hm? Kronpack ist der Name des Ortes in der Schattensprache. Als der Feenforscher dort war, war es ein Ort der Schatten. Aber diese Karte ist alt. Hier wird noch der menschliche Name des Ortes stehen. Wir müssen also herausbekommen, wie der heutige Ort Kronpack früher hieß. Exakt. Okay, und wie machen wir das am besten, indem wir hier vielleicht nochmal drinnen stöbern? Mal gucken, ob wir jetzt die Möglichkeit haben, nach diesem Kronpack zu gucken. Also schön. Wonach soll ich suchen? Aha. Na schön. Ich hoffe nur, die Enzyklopädie ist auf einem neueren Stand als die Karte. Krätze, Rötengalle, Krummbeine, Honabel die Fürchterliche, Kronpack. Kronpack, früher Rotkieselburg. Ist eine Ortschaft in der Südheide, bekannt vor allem durch seinen Salzabbau im Blablabla. Rotkieselburg. Das ist es. Ja, perfekt. Da haben wir es doch schon. Dann können wir offensichtlich wieder hier hinaus und dem guten Mann Bescheid sagen, wo wir hin möchten, oder? Ich weiß nicht, was ich ihn fragen soll. Und ich möchte... Hallo? Hallo, Ivo. Was gibt's? Ja, übernimm mal. Klar. So. Na, hopp, hopp, hopp. So. Jetzt können wir vielleicht mit ihm reden. Lieber nicht, er ist so menschlich. Okay, können wir die Karte? Eine der Karten ist eine verkleinerte Kopie der Karte an der Wand. Auf ihr kann ich einzeichnen, wo sich die Insel befindet. Nur müssen wir sie dazu erst einmal lokalisieren. Okay, hätten wir nochmal irgendwie auf die Karte gucken müssen oder so? Kann das sein? Was macht er denn da jetzt? Okay, guck einfach bitte auf die Landkarte und vielleicht muss sie das jetzt hier erstmal suchen. Vielleicht war ich ein bisschen zu vorschnell. Rotkieselburg, Rotkieselburg, wo bist du? Ich muss das jetzt hier suchen. Ist das euer Ernst? Rotkieselburg. Das war ja auch ein Versehen. Schloss Beckstein? Kann ich hier auch irgendwie... Das ist nicht Rotkieselburg. Ups. Von A nach B? Das ist nicht Rotkieselburg. Ups. Das ist nicht Rotkieselburg. Ach du grüne Neune, so kann ich das hier machen. Okay. Ach du liebe Güte. Ach du liebe Güte. Da ist Rotkieselburg. Da ist es. Rotkieselburg. Hervorragend. Von dort aus müssen wir nun dem Weg des Feenforschers nachgehen. Es sind insgesamt 7 Schritte. Ich lese sie vor, du schaust, wo wir herauskommen, okay? Gut, wir sind in Rotkieselburg. Der erste Schritt ist 2 Tagesmärsche nach Norden bis an den Fuß der Berge. Wo ist das? Markiere den Ort. Hier? In Ordnung. Von dort einen Tagesmarsch nach Osten. Der Punkt muss irgendwo in einer weiten Ebene liegen. Hier? Nächster Schritt. Geh nach Nordosten, bis du auf eine Straße triffst. Nach Nordosten? Soll das hier eine Straße sein? Hast du's?
der Straße in nördlicher Richtung bis zu einem Fluss folgen. Wo die Straße auf den Fluss trifft, ist der nächste Punkt. Kann das sein, dass wir hier irgendwie ein bisschen verkehrt sind? Wo ist denn hier ein Fluss? Bin ich denn blind? Oder wir hätten hier vielleicht... Ist das hier der Fluss? Dem Fluss bis zur Mündung folgen. Hier? Gut so. Jetzt runter nach Süden. Immer an der Küste entlang, bis zu einer großen Bucht. Östlich der Bucht müssten Inseln sein. Markiere die Bucht. Hier irgendwo? In Ordnung. Von dort aus nach Nordosten. Das ist die zweite Insel. Oh, jetzt habe ich das weggemacht. Oh nein. Nach Nordosten, keine Ahnung. Hier? Das hier muss die Insel Sordia sein. Unser Weg zur Insel war zwar etwas seltsam, aber ich glaube, du hast recht. Lass uns die Insel auf der kleinen Karte markieren. Wir geben Nate die Karte und lassen die Stadt endlich hinter uns. Damit wissen wir, wohin wir müssen. Und unser Chauffeur sitzt draußen im Käfig. Worauf warten wir? Ja, ganz genau. Ich glaube, ich habe da irgendwas komplett falsch gemacht, ehrlich gesagt. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja offensichtlich dann doch noch das Richtige herausgefunden. Gut, dann quatschen wir jetzt nochmal mit ihm, wenn das geht. Rede mit dem Gefangenen, jawohl. Wir haben die Karte. Endlich. Dann geht es jetzt los? Holt uns gefälligst runter und dann Leinen los. Juhu! Oh, Kapitel 3, der versunkene Tempel. Na, da bin ich mal sehr gespannt, was jetzt auf uns wartet. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel das Spiel hat, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, es ist noch nicht allzu schnell vorbei. Alles klar bei euch? Ja, das muss der Eingang des Tempels sein. Was glauben Sie, wie lange die Reparatur des Triebwerks dauert? Och, das ist schon etwas komplizierter. Ihr solltet nicht auf mich warten. Ist das nicht aufregend? Ein untergegangener Tempel voller Gefahren und Abenteuer, ein verschollenes Artefakt und mutige Schatzsucher auf ihrer Reise. Hör zu, Wilbur. Du hast dich in Seefels toll geschlagen. Aber das hier ist etwas anderes. Das hier kann gefährlich werden. Ich möchte, dass du dich raushältst. Aber... Wenn ich dich brauche, rufe ich dich, okay? Aber... Das wird er mir übel nehmen. Aber ein beleidigter Gnom ist mir lieber als ein Toter. Okay, jetzt sind wir offensichtlich dort angekommen, wo wir ankommen sollten. Haben weder das Buch bei uns noch die Karte. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns beim nächsten Mal hier ein bisschen genauer um. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.